Herzlich willkommen zu diesem Tutorial des Instituts für Digital Humanities in Göttingen. In diesem Video wollen wir zwei Meshes miteinander vergleichen. Der analytische Vergleich ist eine zentrale Methode in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Bild- und Objektwissenschaft vergleicht seit jeher Bilder mit Bildern und Objekte mit Objekten, immer wieder auch das eine mit dem anderen. Dabei werden Objekte häufig anhand von Fotos verglichen. Zumindest kann der Leser wissenschaftlicher Texte den Vergleich oft nur mit Hilfe von Abbildungen nachvollziehen, was häufig schwieriger ist als direkt vor dem Objekt. 3D-Modelle bieten die Möglichkeit, dass man nicht zu dem Original reisen muss, um seine Dreidimensionalität zu erfahren und einen Vergleich nachzuvollziehen. Deswegen wollen wir am Beispiel römischer Kaiserporträts den Vergleich zwischen zwei Modellen in MeshLab durchspielen. Die antiken Porträts sind sehr viel stärker Aussageträger bestimmter Ideale, als dass sie tatsächlich die Charakterzüge des Dargestellten wiedergeben. Kaiser Augustus wird bekanntlich noch als 70-jähriger Mann, jugendlich und damit alterslos wiedergegeben. Damit wird die Zeitlosigkeit seiner Regierung verdeutlicht, die als Rückkehr des goldenen Zeitalters propagiert wurde. Es handelt sich also beim Kaiserporträt nicht um eine realistische Wiedergabe des Äußeren der jeweiligen Person, sondern um die visuelle Bezugnahme auf Qualitäten wie zum Beispiel Erfahrung, Energie, Dynastiezugehörigkeit oder Wohlstand. Diese Aussagen konnten in neuen Bildnistypen konkretisiert und auch verändert werden und wurden dann über Münzbilder und dreidimensionale Vorlagen reichsweit verbreitet. Vergegenwärtigt man sich die Produktionsprozesse in einer antiken Bildhauerwerkstatt, so wird klar, dass Kaiserporträts im Kopierverfahren hergestellt worden sind. Dazu bringt man Messpunkte am Original an und arbeitet den Marmorblock entsprechend ab, bis man eine genaue Kopie hergestellt hat. Der Archäologe Michael Fanner hat dieses Phänomen untersucht und festgestellt, dass bei zahlreichen Kopien von Kaiserporträts, zum Beispiel des Augustus, die Profillinie ausschlaggebend für den Kopierprozess gewesen ist. Er hat die Porträts anhand von zweidimensionalen Schattenrissen untersucht und häufig exakte Übereinstimmungen gefunden, auch wenn die beiden Köpfe sich ansonsten unterschieden haben. Da hier aber mit einem Messzirkel immer wieder nachgemessen wird, sind die Bildnisse der Kaiser untereinander weitgehend maßgleich. Die von Rom gelenkte Normierung im Erscheinungsbild des Kaisers ließ also den Bildhauern wenig Spielraum zu eigener künstlerischer Betätigung. Wie steht es aber mit Porträts, von denen wir sicher nachweisen können, dass mit einer Abänderung der Bildnisfassung auch eine inhaltliche Neukonzeption verbunden war? Von Kaiser Nero sind insgesamt vier Typen bekannt. Der erste Typus ist ein Kinderbildnis und im zweiten ist er als Jugendlicher dargestellt. Die letzten beiden Typen stellen ihn als Erwachsenen dar. In Neros dritten Typus liegen die Haare strähnig auf der Stirn. Bis zur rechten Schläfe sind die Locken nach rechts orientiert, ab dort sind die Strähnen nach links gelegt. Der vierte Typus hat auch eine strähnige Stirnfrisur, bei der die Haare jedoch alle nach rechts gebogen liegen und nicht durch einen Richtungswechsel aufgelockert werden. Vor allem zeigt der vierte Porträttypus einen gegenüber dem dritten Typus deutlich fülligeren Mann, der, wie wir sahen, seine Frisur mit der Brennschere aufwendig in Sichellocken frisieren lässt. Marianne Bergmann hat gezeigt, dass darin keine abwertende Darstellung des Kaisers zu sehen ist, sondern mit der positiv besetzten Otiumkultur der Römer zusammenhängt. Wir wollen in diesem Video also zwei Dinge überprüfen. Welche Veränderungen gab es beim Porträt des Nero vom dritten zum vierten Bildnistypus und wie muss man sich den Herstellungsprozess vorstellen? Für den Vergleich verwenden wir hochauflösende Weißlichtscans, die im 3D-Campus-Labor Göttingen von Gipsabgüssen der Gipsabgusssammlung aufgenommen wurden. A1416 zeigt das Porträt Neros im dritten Bildnistypus, A1627 im vierten Typus.
Wir importieren die beiden Modelle nacheinander in MeshLab und laden das Skript aus dem letzten Tutorial hinein. Bevor wir es anwenden, bereinigen wir das Mesh noch einmal und verkleinern es mit dem Filter. Damit sind die Befehle jetzt doppelt im Aufgabenskript und wir können den Prozess damit nochmal beschleunigen. Wir wenden das neue Skript auf beide Modelle nacheinander an und achten darauf, jeweils das Richtige ausgewählt zu haben. Bei 1416 wollen wir auch die Ergänzung markieren, die man einer Fotografie entnehmen kann. Wir schneiden die Ergänzung weg, füllen die Löcher aber nicht mit dem Poisson-Filter, da er zu sehr die Oberfläche der Modelle angreift. Um die Objekte gut vergleichen zu können, wollen wir sie jetzt exakt übereinander legen. Die bisher erlernten Navigationsmöglichkeiten bewegen immer alle Meshes des Projektes auf einmal. Um die Modelle unabhängig voneinander zu bewegen, muss man das Manipulator-Tool verwenden, das sich hier oben in der Toolleiste befindet. Oben links in dem kleinen roten Feld sind die Möglichkeiten des Tools aufgelistet. Mit T kann man das Modell bewegen, mit R rotieren und mit S skalieren, also in seiner Größe verändern. Für Maßvergleiche ist es wichtig, dass man die Meshes nicht skaliert, damit sie weiterhin vergleichbar bleiben. Zunächst wollen wir es bewegen, klicken also T und bewegen das Modell mit der linken Maustaste in die gewünschte Position. Damit das Tool diese Änderung anwendet, müssen wir sie mit Enter bestätigen. Auch hier kann man mit Escape zwischen Tool und Navigationsmodus hin und her schalten und so aus allen Perspektiven sicherstellen, dass die Modelle übereinander liegen. Sehr hilfreich ist es, im Laufe des Prozesses die Modelle mit dem Augensymbol immer wieder an- und auszuschalten. Wir wollen einen der Köpfe auch ein wenig neigen, um ihn der Kopfneigung des anderen Modells anzupassen. Dafür klicken wir auf R. Der gelbe Kreis zeigt uns an, um welche Achse der Kopf rotiert wird. Wenn wir eine andere Achse haben wollen, brauchen wir nur den entsprechenden Buchstaben, zum Beispiel Y für die Y-Achse zu klicken. Mit der linken Maustaste können wir das Objekt jetzt drehen und so lange manipulieren, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht ist. Damit diese Änderungen in der Position des Objektes auch gespeichert werden können, müssen wir die neuen Koordinaten erstmal fixieren. Dafür verwenden wir den Filter Freeze Current Matrix, den wir unter Normals, Curvatures and Orientation finden. Setzen wir das Häkchen bei Apply for all visible layers, wendet er es auch für beide Modelle an. Alternativ zum Manipulators Tool kann man auch das Point-Based Alignment benutzen. Das Tool befindet sich unter dem gelben A in der Toolleiste. Damit öffnet sich ein neues Fenster, wo man bei einem Objekt Glue Here Mesh und bei dem anderen Point-Based Gluing auswählt. Damit öffnet sich wiederum ein neues Fenster, in dem beide Modelle nebeneinander liegen. Mit einem Doppelklick der linken Maustaste kann man nun einen Punkt auf dem linken Modell auswählen und den gleichen auf dem rechten Modell. Da uns bei dieser Untersuchung vor allem das Gesicht und insbesondere die Profillinie interessiert, setzen wir dort besonders viele Punkte. Das Alignment-Tool hat gegenüber dem freien Ineinanderlegen der Objekte den Nachteil, dass die Gesamtgeometrie nicht so gut berücksichtigt wird und die zu vergleichenden Modelle viele Ähnlichkeiten aufweisen müssen, damit man passende Punkte findet. Mehr als 15 bis 20 Punkte machen in der Berechnung kaum mehr einen Unterschied, weswegen wir so viele Punkte auf den Modellen markieren und dann mit OK die Auswahl bestätigen. Im Toolfenster muss man auf Process klicken, damit die Auswahl auf die Modelle angewandt wird. In dieser Position können wir die Modelle nun auf Unterschiede untersuchen. Dafür wollen wir von dem Programm die Hausdorff-Metrik berechnen und diese als Color Map auf das Modell legen lassen. Die Hausdorff-Metrik ist eine Abstandsfunktion, die den maximalen Abstand zwischen den beiden Modellen berechnen kann. Der Filter dafür befindet sich unter Sampling und heißt Hausdorff-Distance. Für die Berechnung verwenden wir die Vertices, und zwar alle, die das Modell besitzt. Das Modell, das als Sampled Mesh eingetragen ist, bekommt am Ende außerdem die Color Map,
weswegen wir das Modell des vierten Typus hier auswählen. Wenn man den Filter anwendet, dann bekommt man im Protokoll eine numerische Ausgabe der Berechnung. Demnach beträgt der größte Abstand zwischen den Vertices der beiden Modelle 77 Einheiten. Diese Informationen werden als Quality für alle Meshes gespeichert. So kann man bei den Filtern unter Color Creating and Processing Color by Vertex Quality auswählen, um die Information als Farben auf das Modell zu legen. Man bekommt ein Fenster, in dem als Minimalwert 0 und als Maximalwert die maximale Distanz eingetragen sind. Die maximale Distanz dürfte sich in diesem Fall eher auf den Hinterkopf oder den Sockel beziehen. Wählt man sie aus, so wird nicht das gesamte Farbspektrum im Gesicht benutzt. Wir spielen also ein wenig mit den Werten, bis es im Gesicht differenzierter wird. Die dunkelblauen Bereiche entsprechen hierbei an ihrer dunkelsten Stelle dem ausgewählten Maximalwert und an den roten Stellen schneiden sich die Modelle. Der Abstand beträgt 0. An dieser Visualisierung kann man sehen, dass das Modell des vierten Bildnistypus im Untergesicht einen größeren Abstand zum Modell des dritten Typus aufweist und damit mehr Volumen hat. Dreht man das Modell ein wenig, sieht man, dass diese Volumina eine Ausdehnung insbesondere über den Wangen und noch mehr im Kinnbereich haben. Der Kopf des vierten Bildnistypus ist also tatsächlich massiger, wobei sich das vor allem auf das Untergesicht bezieht. Im oberen Gesichtsbereich sind sich die Modelle näher und vor allem an den Augen, aber auch an der Profillinie und der Stirn finden sich zum Teil sogar Überschneidungen. Bei dem Vergleich muss man allerdings bedenken, was man als Ergänzung markiert hat. Wenn durch die Visualisierung des Filters nun bestimmte Bereiche herausstechen, muss man diese genauer auf jedem Modell betrachten und es dafür wieder an- und ausschalten. So fällt zum Beispiel natürlich die Nase auf, die wir deswegen bei 1416 am Anfang weggeschnitten haben. Diese Unterschiede liegen nicht in den unterschiedlichen Porträttypen, sondern natürlich im Erhaltungszustand begründet. Der Vergleich konnte insgesamt bestätigen und durch die Dreidimensionalität präzisieren, was schon Michael Pfanner herausgefunden hat. Neu ist aber, dass diese Neukonzeption keine völlige Neugestaltung war. Vielmehr sind beide Typen im oberen Teil des Gesichts weitgehend maßgleich, während lediglich das Untergesicht und daraus resultierend auch die Mundpartie breiter angelegt sind. Man verwendet also auch bei der Kreation eines neuen Typus das Kopierverfahren und passte lediglich die Partien des Gesichts an, die man verändern wollte. Vielen Dank fürs Zuschauen.